Ja, Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2. Im letzten Part haben die Entwickler absolut geraucht. In diesem Part wird es vermutlich genau gleich weitergehen. Es kommt ein Eislevel, ich weiß genau, was das ist. Ja, das ist so ein Level mit dieser Robbe hier und wir müssen schnell genug über das Wasser kommen. Und die Robben warnen, die ist natürlich auch immer noch so freundlich und warnt uns, dass so freundlich sind sie immerhin, die lieben Entwickler. Oh, das ist echt behindert, man nochmal. Okay, hier Wechsel zu Dixie, denke ich, wäre angebracht. Okay, ihr kennt ja den Fisch noch aus diesem komischen Mastenlevel da aus Welt 1. Und die Eislevel kennen wir auch zu Genüge aus jedem Donkey Kong Country, außer Returns zum Glück. Na, jetzt haut der Fisch ganz schnell ab hier. Jetzt hatte ich Angst, aufs Dach zu bekommen, weil ja, Angard, mit dem wollte ich mich auch nicht anlegen. Muss ich euch ehrlich sagen. Ja, aber hier ist er auch schon wieder weg, der Gute. Und der Fisch wird zurückkehren und zum Neumut finden. Oh Mann. Das Level einfach mal gar nicht bodenlos langweilt. Oh Mann, diese Eislevel sind die allerschlimmsten in allen Donkey Kong Countries. Und jeder, der behauptet, die Wasserlevel wären schlimm, slash er. Ich komme wieder nicht vom Fleck, ey, das gibt's ja gar nicht. Ja, wie gesagt, Wasserlevel nichts gegen die Eislevel. Gar keine Schwierigkeit. Die sind dagegen ein Witz, die Wasserlevel, also. Eis definitiv das schlimmere Übel von beiden. Ja, ich brauche eigentlich Angard hier gar nicht mehr mitnehmen, weil er eh gleich weg ist, glaube ich. Ja, jetzt ist egal. Jetzt gucken wir mal, was uns hier noch erwartet. Hier warten uns nur ein paar kleine Goodies. Na toll. Das war ja die Zeit wert, die ich hier investiert habe. Jetzt muss man aber auch ein bisschen einen Blick auf die Uhr gucken, weil... Ja, der letzte Part war, wie ihr alle wisst, relativ lang. Relativ... ganz dezent lang, würde ich sogar sagen. Und die Eislevel sind ganz dezent fies. Ich wollte auf den Boden rollen. Okay, das verzeiht der Fisch einem einmal, aber keine zweimal. Was war das gerade? Das ist G? Schneller, Didi. Ich frage mich jetzt gerade, ob das, was die Robbe da macht, immer zum Gruß ist oder als Warnung, dass das Ding bald aus ist hier. Ihr wisst genau, was ich meine, denke ich. So, Dixie verlieren wir hier nicht so einfach. Ah! Oh Gott, Alter, wie ich hier wieder am Ausrasten bin. Nur wegen so einem billigen Level hier gibt es keinen Grund, ey. Das Level ist behindert. Punkt. Das verdient keine Aufmerksamkeit. Boah, was war das gerade für eine Aussage? Okay, das Level ist behindert, das verdient keine Aussage. Das ist...
Ja, das verdient keine Aufmerksamkeit, das ist die Aussage des Tages, definitiv. Oh fuck, was hat das denn gerade? Political Correctness und so. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Ich glaube sowieso, dass Diddy hier eventuell sogar der bessere Partner für die Passage sein könnte. Muss halt immer gucken, dass man mit genug Speed unten reinkommt. Und für die Stelle, da habe ich noch keine Lösung gefunden. Ich habe da noch keine Lösung für gefunden. Das war scheiße, weil ich mich da zu früh gedückt habe, ey. Was ist da los? Da war ich definitiv auf dem Eisfeld drauf. Ja, komm, nimm ich halt. Ich setz gleich Saves jetzt, weil das Level, die Level sind echt nur noch geraucht. Ich verdrück mich jedes Mal, ich verwechsel die beiden Tasten jedes verfickte Mal, ey. Oh oh. Ich hasse dieses Level. Weil ich auch wieder die Drogen nicht weglassen konnte, ne? Ah, das hat aber definitiv ein Treffer. Das hat man gesehen, dass ich da gerollt habe. Wenn das nicht gesehen hat, der soll zum Augenarzt gehen. Genauso wie das kein Treffer war. Ja genau, es braucht mir Dixie immer genau den Kong, den man nicht hat. Okay, warte mal, wie lange ist der Part jetzt schon? Ja, 8 Minuten, naja. Chainlink Chamber. Hab so ein... Nein, das ist nochmal so ein Castle-Level. Von der Sorte, wie ich sie gar nicht haben kann, eigentlich. Nämlich diese Kletter-Dinger dann, ihr wisst genau, dass ich das Zeug nicht haben kann. Ja, aber da seitdem ich weiß, dass man schneller klettern kann, ist das auch alles. Ja, geil. Ach, wo war der Treffer, bitte? Oh Gott, das war gerade ein Bug vom Spiel, aber naja. Zu meinen Gunsten. Ich probiere es immer in dem Moment, in dem sie nicht werfen, hier durchzukommen. Diese Gegner, wisst ihr, da habe ich einen kleinen Hass drauf. Hier gibt es ein dicke Fass. Immer dann, wenn ich sie genau nicht brauche. Ja, leckt mich. Ich mit eurem... Oh, es hängt wieder nach unten, ey. Ich fasse es nicht, ey. Mann.
Es langweilt mich so derbe, das Level schon wieder. Ich bin jetzt schon wieder voll in der Hass drin. Oh Gott, knappe Sache. Okay, das hier kein Bonusinhalt ist, Leute. Dann kriege ich sie aber am Raster. Dann kriege ich den Raster. Oh Gott, ey. Das ist das. Oh, war das echt der alternative Weg? Aber eigentlich finde ich das so alternative Wege gar nicht mehr so schlecht. Komm, geh nach oben, Dixie. Hier muss irgendwo die Halbzeit sein. So unmenschlich können sie nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo in der Seite, in der Seitengasse drin. Aber hier drüben, das ist echt unnötig. Kann sich halt immer aussuchen, welche Seite einem besser gefällt. Und muss sagen, die hier ist trotz allem, glaube ich, sogar leichter. Es geht auf beiden Seiten. Oh, what the fuck? Ja, komm, kletter einfach weiter. So weit wollte ich aber nicht klettern. So weit habe ich nicht gedrückt gehabt. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier in dem Scheißweg drin. Oh Gott, das wollte ich gar nicht so knapp haben. Ketten sind ja seit neuestem rutschig, falls ihr das noch nicht gewusst habt. Ja, komm hier, schnell Gas geben. Ich weiß gar nicht, ob das im normalen Spiel auch ging, ob das wirklich... Die Musik, muss ich echt sagen, die gefällt mir gut. Auch wenn das gerade schlecht war. Dass dieses Level hier mich wieder eigentlich ankotzt, weil es einfach zu fies ist. Komm, nimm mal die andere Seite, die liegt mir besser mit den Fässern. Wenn ich das in Returns auch noch sagen kann, bin ich froh, dass mir die Fässer besser liegen. Boah, dieses Level dort schon wieder end zu lange, ey. Es dauert mir echt schon wieder ganz dezent zu lange, das Level. Und ich kann keine Safe setzen, wenn ich nicht beide Kongs habe. Das Levelpass bringt mich ja echt noch zum Ausrasten heute, ich sag's euch. Wo, wieso prall ich dann dahin zurück? Wo geht's denn hier rüber? Ach, gar nichts. Das ist einfach nur so ein Alibi-Ding. So. Ja, du könntest jetzt schon zurück, wenn wir es wollten, dass du zurückgehst. Hier war das irgendwie relativ günstig zum Rüberkommen, oder? Hatte ich so das Gefühl, slash Eindrück klein und da war kein Treffer. Nein, da ist zu spät losgeklettert.
später, als ich es eigentlich wollte. Aber ich glaube, die Seite hier ist doch die schwierigere. Das muss ich revidieren, dass die andere Seite, dass diese Seite hier einfacher ist. Ja, ich nehme die andere, komm, ganz ehrlich. Rüber, Sprung, 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 Sprung. Nur den unteren Zinger nie aus dem Blick lassen. Der obere ist schlussendlich egal. Der macht euch nichts, der ist süß. So, viel einfacher. Also ich muss echt sagen, also ein was fällt mir schon auf, das Finale von Donkey Kong Country 2 ist schon krasser als das von DKC1 so. Also ich weiß auch, dass ich in DKC1 gelitten habe einiges, aber Donkey Kong Country 2 ist dann doch nochmal eine Nummer drüber. Vom Leidensgrad her. Und dieser Zinger da, ich hab's mir gedacht, dass der nicht da war. Der ist habt ihr es gerade, achtet mal auf den Zinger da oben. Der mich vorher getroffen hat. Der ist einfach so gespawnt jetzt. Der ist einfach so gespawnt. Habt ihr das gesehen? Der ist einfach so gespawnt. Der hier, genau den. Der ist gespawnt und das ist ein Bug. Und deswegen sind diese Saves jetzt hier absolut berechtigt, weil einfach das Spiel oder dieser Emulator so massiv verbuggt ist. Der ist so massiv verbuggt, das geht zum Teil ohne Save States wirklich schwieriger. Ja, was kommt jetzt hier? Schnelles Klettern, das schaffen wir. Das schaffen wir. Einfach nur nach oben und A und B spammen. Aber nicht so, Dixie. Ja. Was habe ich gesagt? Das schaffen wir. Oh, oh. Was habe ich hier nur mir angetan, indem ich hier mit einem Leben rein bin? Was habe ich mir hier nur angetan? Diese Zinger drehen auch immer so komisch ab, das ist... Spring nach oben, Dixie! Nach oben! Rüber! Yeah! Nein, was passiert jetzt? Hier kommen Kanonenkugeln im Wechsel, ist das asozial. Das ist ja mal überasozial. Hätte man das denn so schnell schaffen? Ja, zu früh rübergeklettert. Wieder zu früh rüber, dann machst du deine Finger da weg, ey. Das Level ist massiv übertrieben wieder. Leute, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Hier gehört eigentlich nach jeder dieser Passagen ein Kong-Fass hin. Hä? Das N, okay. Die DK-Münze, die gibt's hier auch noch geschenkt. Einfach so, what the fuck. Ich habe 4 DK-Münzen, davon 2 in der letzten Welt. That irony. Please. Dieses Level ist massiv crazy. Aber, oh Leute, mir fällt das ja immer so. Was fällt mir erst so spät ein? Oh, das ist doch nicht so schwierig. Man muss eben die Steuerungsmechanik hier wirklich gut können, also... Ich glaube, hier gibt es auch gar keinen Checkpoint. Leute, ich habe einen Checkpoint hier offiziell abgeschrieben. Es gibt hier keinen Checkpoint, somit ist es amtlich. Nur einmal für die Spruchfanatiker. Dass es hier einen Checkpoint gibt, halte ich für ein Gerücht. Was muss noch rausfinden, wie es schnell, nach unten geht. Das werde ich jetzt mit Diddy noch versuchen in diesem Stock. Nein, so nicht. So, wo lang geht's jetzt hier denn wieder, ey? Ja, der Stick ist hier ungeschickt. Thank you.
So, wechseln wir zu Diddy. Hier ist Diddy definitiv besser. Hä? What the hell? Die bringen... Dieses Level ist echt crazy. Das ist das Kränkste von allen. Also ich glaube fast, das ist noch gestörter als das davor. Hier einfach schnell nach oben. So, dann haben wir... Warte mal, jetzt muss man ganz kurz gucken. Ich muss mal überlegen. Wie sieht's denn so aus? Gibt es noch ein Level hier? Der Toxic Tower. Fange ich den noch an in dem Part? Ich würde sagen... Nein, liebe Freunde. Ich verabschiede mich von euch und es geht das nächste Mal weiter bei Donkey Kong Country 2.